Das Alpinarium Galtür ist mit Sicherheit eines der herausragendsten Bauwerke in Bad Znaun und darüber hinaus. Ist es doch Schutzmauer und Museum in einem und von außen wie innen äußerst sehenswert. Insbesondere die Dauerausstellungen genießen internationales Renommee und sollten bei keinem Bad Znaun-Aufenthalt ausgelassen werden. Das Alpinarium Galtür zeigt seit dem Jahr 2003 verschiedenste Ausstellungen. Alle Ausstellungen beschäftigen sich mit dem Leben im hochalpinen Raum. Themen wie Galtür unter einem Dach, die Mauer oder das Leben am Berg sind Ausstellungen, mit denen wir uns in der Ausstellungsszene in Tirol etablieren konnten. Mit seinen Ausstellungen wurde das Alpinarium Galtür für den Europäischen Museumspreis nominiert und hat das österreichische Museumsgütesiegel erhalten. Die aktuelle Ausstellung Leben am Berg, Faszination Schnee, Mythos Lawine beschäftigt sich insbesondere auch mit den Bergen und welche Herausforderungen das Leben im hochalpinen Raum an Mensch und Tiere stellt. Wer in den Bergen lebt, der muss sich anpassen. Ja, Sie spüren es an den durchaus tieferen Temperaturen, die man hier in Galtür erlebt. Aber anpassen geht noch wesentlich weiter. Am Beispiel vom Gletscherfloh, von der Alpenrose, vom Hauswurz, aber auch von der Gemse und dem Murmeltier versuchen wir aufzuzeigen, dass wir in der Natur die wahren Spezialisten des Anpassens finden. Auf der einen Seite wird textlich dargestellt, wie wird man ein wahrer Spezialist, auf der anderen Seite werden jene Produkte dargestellt, die der Mensch braucht, um ähnlich qualifiziert für das Leben im hochalpinen Raum zu sein. Das Alpinarium Galtür zeigt aber auch wechselnde Sonderausstellungen. Zurzeit etwa Stoff und Stein, textile Objekte von heimischen Künstlern. Ein Besuch im Alpinarium lohnt sich aber gleich mehrfach, denn auf dem Dach des Gebäudes findet sich eine Aussichtsplattform, von der aus sich ein freies Blickfeld auf die umliegende Bergwelt eröffnet. Auf der Dachplattform hat man einmal einen schönen Rundblick über Galtür. Man sieht die Hausberge, die Gorfenspitze, Ballonspitze und Predigtberg. Und man sieht, man hat einen Blick auf die Schutzmauer und man sieht auch die Lawinenverbauung am Berg oben sehr gut. Das Alpinarium Galtür beherbergt aber auch eine große Indoor-Kletterwand und das Café Gefrorene Wasser. Die Ausstellungsräume sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.